Hallöchen. Heute stürze ich mich wieder mal in ein For-Free-Game aus der Reihe Indie, Horror und Abenteuer. Und zwar wäre dies Fingerboons von David Szymanski. Tja, wird wieder ein kurzes Ding werden. Ist hier angegeben mit einer circa halben Stunde. Man kann sich an sich nur mit der Maus durchklicken. Ach toll. Fängt ja schon gut an, wir kommen nicht weiter. Escape, okay, mit Escape geht es weiter. Schauen wir uns doch mal um. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, was uns hier erwarten wird. Wir müssen echt erstmal hier schauen. Bis jetzt passiert noch nicht viel, ne? Bis auf die wunderschönen Lichter. So, haben wir jetzt hier endlich mal. Das ist natürlich wieder alles auf Englisch. It's my weekend to get KD, but I'm really not in the mood. I distracted her with the TV and came here to read. I couldn't interest myself in reading, so I tried to write. I couldn't write anything more than the usual handful to disconnected thoughts and theories. Medication didn't help. And divorce certainly didn't help, because I'm not depressed, I'm enlightened. This is a result of 2 decades of scientific education and philosophical pondering. This is the price of knowledge. Okay. Der Preis des Wissens. Naja, okay. Ich lasse das mal so stehen, müsst ihr euch selber übersetzen. Ja, mehr finden wir hier nicht, nur die Notiz oder was? Kannst du mir ja wenigstens mal hier das Messer geben. Stromgenerator.
können nicht mal rennen. Oh yeah. I don't know why I'd use my daughter's name as a door lock code in my survival bunker. Okay, wir sind in einem Survival Bunker. Okay, okay, okay. But whatever keeps her happy, I suppose. She's like her mother. A delicate, frugal version of her mother. Damn her. Okay. So, jetzt müssen wir bloß noch rausfinden, wie die Tochter heißt. Wie heißt die Tochter? Was stand denn da hinten nochmal drin? Katie? It's my weekend to get Katie. Exit. Wow. Wow. Ja schon gelesen, dass das wohl häufiger mal abstürzt. Aber Exit bedeutet einfach nur Exit.
Meine Sicht ist getrübt vom Nebel. Und doch ist Licht am Ende des Tunnels. Und wir finden wieder eine Notiz. It finally happened. Was ist denn passiert? The whole world is a chaos of thunder and screams. And when the ashes settle, we will all be wild animals again. I am ecstatic beyond words. I haven't been able to reach. Lynn? Lynn? Kommt denn der Sound her? Zurück im Text. Able to reach Lynn for several days and she's probably dead for all I know of care. But Katie was here when I started and I have no idea what to do with her. Most of the town is dead. Katie and I only survived because we ran to the bunker. Perhaps this is what I've needed. Freedom for all the irrational rules and insane, oder was ist das? Insane social values. Just pure, beautiful survival. Survival in a bunker. Ob das so schön ist. Ich weiß es nicht. So, okay, wo kam jetzt der Schrei her? War das hier? Das ist wieder mal lockt. Was ist das? Hier überall Notizen. I boxed everything that isn't practical and useful. I burned all the books that were for scientific edification. Education, edification. Okay, das ist wahrscheinlich auch random, das Gejaule. I'd like to store the boxes in the cellar, but I can't get them down. The ladder by myself. I just built them up near the hedge. The blood would probably ruin them anyway. What for what Blut? Warum Blut? Warum ist da Blut? The tool room has been her name for years now. And I can't bring myself to change it. Okay, also der Teiling hat wahrscheinlich auch wieder ein Passwort. Der Passwort wird dann sein Lynn oder... und die Malin ein. Lass mich hoch hier. Der hat die Ruhe weg, echt, Alter, das geht gar nicht. So. Ach, guck mal an, die Tür ist offen. Guck mal an. Ach, Leute. Das ist jetzt ein bisschen einfach, muss ich sagen. Das ist ein bisschen sehr einfach gemacht. Remembered Father's Day and draw me a picture. I don't understand her. She's just like her mother. She wants to waste time drawing pictures and
We are barely able to find enough food to survive. I turned her cryons into candles. Ah, cryons, das sind die Wachsmalstifte, genau. We need more candles in case the generator goes out again. And it helps break up the monotony. I yearn for the excitement of those first weeks. Storytelling. There are things I've wanted to do for years. Desire I've kept locked in the back of my consciousness. It's been nearly a year since I've seen a woman. And now I realize there's no practical reason to keep those desires locked up anymore. Ah, na, da wohl recht. So. Kann ja nix nehmen. Change the storage room code to something I can easily remember. Fehlt da schon wieder ein Buchstabe, oder? Nee, NNY. The rest of the word is missing. Ja, soll das jetzt wieder Lin sein, oder was? NNY. NYPD. NNY. Scheiße, ja okay, jetzt fängt's an. Of the word is missing. Der Rest oder der Anfang vom Wort? Der Rest oder der Anfang? Weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist Lin bloß rückwärts. Ah, wo stand die denn? Ja, irgendwo. Kommen sie auf ihre Zeit, dass wir immer hier zurücklatschen müssen. Man kann ja auch nicht rennen. Wir haben die Ruhe weg. Wir haben Zeit. Es ist spät in der Nacht. Zu hier. Na okay, nicht. I am a bag of DNA and I exist to make more of myself. I married and produced a daughter because my genes demand reproduction. Books and created because creativity served as a... Oh fuck ey, ich hab jetzt echt keinen Bock auf Englisch. Creativity served a survival advantage to my ancient ape ancestors. Boah, so eine Wörter habe ich teilweise noch nie gesehen. I
built this place, took refuge in it, and spent hours thinking up silly little artificial laws to live by. Because my forefather built cities and societies to allow time and peace to reproduce and to protect their genes. Dreams, loves, opinions, desires, beauty, innocence, figments of our collective primordial imagination, fleeting electrical signals that fire across our synapses for a pointless moment in time. They used to serve a purpose, and now they are needless confusion. And here I am, the last man on earth, for all I know, ready to be freed from them. Okay, wieder mal nur die Hälfte verstanden, aber wir sollen ja hier in dem Raum auch nur diesen Knopf finden. Zack. Jetzt wird oben da diese komische Luke aufgegangen sein. Da könnte ich ja meinen Arsch drauf verwetten. Oder ist jetzt die Luke offen hier? Ne, siehst du? Pass mal auf. Ja, immer wieder diese Ecke hier, was ist los? Wollte doch meinen. Was sind das für Dinger hier? Oh, da ist Blut. Oh, 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 oh. Das sieht aus wie irgendwelche Finger. Naja. The cellar is freedom. Mit die Taschenlampe los hier. Hau doch mal dagegen. Ach, scheiße. There's only enough food for one. So she's going to die anyway. And I'm free now. Freedom. It took the end of all humanity for me to find freedom. Hat der das Kind hier ausgesetzt, oder was? Oh, ist das ein schlechter Vater. Wenn ich dich erwische, du, dann sitzt das was. Hoffentlich springt unser Trotzke jetzt nicht an. Überall Blut. Mit Hammer und Meißel bearbeitet worden. Grauenvoll. Echt grauenvoll. It seems to have been torn from a diary. She finally died last night. I don't know whether from starvation, dehydration or blood loss. Threw her body into the woods. Her fingers, my anti-religious artifacts, my testaments to moral and intellectual freedom, are
locked in the safe upstairs. Ja, haben wir gesehen, dass da die Finger da drinnen lagen. Boah, der ist ja echt krank. I'm content in the knowledge that I haven't done anything wrong. Okay. Der hat sein Kind aufgegessen. Ey, was jetzt? The father didn't know why he'd come back after all these years, starving and tired. He just wanted to see the cellar one last time. With one last flicker, the flashlight died and he was left in... And he was left in the desktop. In the deep forest of my desktop. Ja, scheint so, als wäre es das gewesen. Dann sind wir ja mal 20 Minuten durch hier. Vielleicht 25. Ich habe die Stoppuhr ein bisschen später gestartet. Ja, dann seht ihr auch mal meinen Desktop. Bunte Anordnung. Okay, das war jetzt nicht so der Burner, ne? Hat mir jetzt wieder mal nicht vom Hocker gerissen. Können wir also von der Liste streichen. Haben wir durch. Oder müssen wir mal gucken, ob es weitergeht? Nee, ne? Der speichert ja eh nicht zwischen. Ja gut, dann entlasse ich euch für heute. Habt weiterhin Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.